So Leute, wir sind wieder da bei Daisy und beleben erstmal unseren gestorbenen Charakter wieder. Daisy sag ich schon. Ich meinte Wozzy, Entschuldigung. Ja, und da sind wir schon. Er ist wieder ready und wir können wieder spielen. Ich will mal kurz gucken, ob der überhaupt was im Inventory hat. Ne, er hat absolut gar nichts drin. Wir geben unseren Charakter aber wenigstens mal eine Taschenlampe mit. Und geben wir mal 2 Pullen zu trinken mit. Essen habe ich leider nicht so wirklich viel. Komm, gehen wir in die Tuna mit. Wir sind ja letztes Mal leider ganz blöd gestorben. Was wollte ich hier noch mitgeben? Irgendwas wollte ich. Genau, Bandages wollte ich hier noch 2 mitgeben. So. Bandages auf 1. Tuna auf 3. Keine Ahnung. Und den auf 2. Gut, dann suchen wir uns mal einen Server. Wir sind diesmal alleine. Rektos macht beim nächsten Mal wieder mit. So kann ich dann nachher auch noch ein bisschen genauer erklären und auf Sachen drauf eingehen. Und ja, suchen wir jetzt mal einen Server. Es kam heute auch ein neuer Patch raus, beziehungsweise genau wie gestern. Also mal kurz, um das zu erklären. Heute ist der 8.11.2012. Gestern war der 7. Ich habe ja gestern auch schon gesagt, dass man ja jetzt hier zum Beispiel nach Servernamen sortieren kann. Man kann nur nach Name, Map oder so sortieren, nach den anderen. Nach Ping kann man auch noch sortieren, sehe ich gerade. Nach den anderen beiden leider aber noch nicht. Dazu kommt, heute ist zum Beispiel ein neuer Patch rausgekommen, dass die Zombies hatten ja hin und wieder weibliche Stimmen. Das wurde jetzt auch behoben, also dass männliche Zombies nicht mehr weibliche Stimmen haben. Zumindest laut den Patch Notes, wenn ich das hier sehe. Fix bug with zombie having female sounds. Also weibliche Geräusche. Ich nehme das mal von den Stimmen an, weil weibliche Geräusche fände ich dann doch ein bisschen komisch. Also es gibt natürlich jetzt noch mehr oder so, was behoben wurde. Das finde ich auch gut so. Es ist ja noch in der Beta, in der Alpha das Spiel. Da wird wahrscheinlich jeden Tag so ein kleiner Patch rauskommen. Und man merkt auf jeden Fall, es geht stark bergauf. Also finde ich, wenn man es so sieht. Das waren jetzt so eigentlich die offensichtlichsten Bugs oder so, die dieses Spiel noch hatten mit diesen Female Sounds. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, was mir jetzt noch so buggyhaft vorkommt. Großartig. Wenn man die Zombies haut, dass man nicht vielleicht zurückhaut, aber das finde ich auch gar nicht mal unbedingt buggyhaft. Wenn ich einen in die Fresse haue, der taumelt normalerweise wirklich erst ein Stück zurück, bevor er überhaupt wieder zur Besinnung kommt und zurückschlagen kann. Also das ist nicht mal unbedingt ein Bug meines Erachtens nach. Das macht das Spiel natürlich auch einfach, wirklich stark einfach. Man hat ja gesehen, man kann sich mit bis zu 2 Zombies recht gut anlegen. Danach wird es vielleicht ein bisschen viel, aber mit 2 Zombies sollte es dann dennoch gehen. Ja, und Ingame. So. Ja, 10 FPS. Schön. Das machen wir mal kurz anders. Also mit der Aufnahme geht das gar nicht. Ohne Aufnahme konnte ich auf Medium spielen. Recht flüssig. Mit Aufnahme nicht. Wir haben es aber leider eh wieder dunkel. Das ist schade, dass wir es jetzt in letzter Zeit immer dunkel haben. Ey, wir sind genau vor Campus City. Boah, das sieht so ekelhaft aus. Falls ihr das seht, ich habe jetzt eine andere Auflösung drin. Die kann ich aber auch eigentlich wieder zurückstellen. Ich weiß nicht, ob ich das in-game kann. Ich glaube nicht. Nee, in-game kann ich es nicht umstellen. Obwohl, nee, ich lasse diese Auflösung, glaube ich, erstmal drin. Einfach aus dem Grund, dass ihr habt ja gesehen in den ersten beiden Parts eigentlich, dass da unten diese Hälfte fehlt beispielsweise. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht der Fall ist, dass da wieder irgendwie was fehlt. Dass man jetzt alles sieht. Ich kann es natürlich nicht versprechen, weil ich kann es ja natürlich auch erst danach sehen. Aber ich hoffe es einfach mal. Alle neutral, recht wenig Leute, das gefällt mir. Das heißt, wir können jetzt recht gut Items suchen. Warum bin ich alleine heute? Ich habe recht früh frei gehabt jetzt, 2 Stunden eher. Und Vectors hat bis 18 Uhr, 18:30 Uhr, glaube ich, noch Schule bzw. Arbeit. Ich glaube, arbeitet. Diesbezüglich haben wir uns dann entschieden, wir nehmen heute bei der Eisen auf, denn ich habe abends noch was vor und so haben wir dann ein bisschen Material, um euch zu versorgen. Ein bisschen mehr Material, um euch zu versorgen. So, gehen wir mal in Ego-Perspektive. Oh, sofort ein dickes Medikit hätten wir unsere gar nicht mitnehmen brauchen. So, Supermärkte sollen eigentlich recht toll sein, aber ich finde hier recht wenig tolle Sachen. Da haben wir noch eine Flashlight. Water. Magazin. Gasmaske. Antibiotics. Was haben wir hier? Chemical Light White. Brauchen wir nicht. Also für Leute, die wissen wollen, was das ist, ich kann es dir mal kurz zeigen. Chemical Light. Ausgerüstet. Geworfen.
fuck, das war jetzt vielleicht blöd hier drin zu werfen. Macht halt Licht, ne? Stackt noch so ein bisschen das Licht, also hängt noch so ein bisschen hinterher. Nochmal Schimmelkleid brauchen wir immer noch nicht. Chips könnten wir gut gebrauchen, also Essen können wir immer gut gebrauchen. Was haben wir hier? Painkillers haben wir keinen Platz mehr für. Oh, bitte. Ich brauche nicht zwei Taschenlampen. Painkillers. Was haben wir hier? Vintage sind wir auch nochmal mit. Ja, Chemikalite, so muss man natürlich aufpassen, denn naja, Feinde können dann dadurch recht schnell sehen. Da ist nochmal Painkiller hinter der Wand. Gut, wir sortieren hier aber nochmal kurz um. Und zwar tun wir das Essen raus und die Heilsachen da rein. So können wir uns nämlich im Notfall recht schnell heilen, falls es mal der Fall sein muss. Bandages. Also Medizin ist in diesem Supermarkt ja ohne Ende, warum auch immer. Oh, das war früher mal eine Apotheke, obwohl ja, der Fäuser. Oh, Hammer. Perfekt. Perfecto Mundo. Inventory bitte. Weg mit der Muni. Brauche ich nicht. Hab die Waffe eh nicht. Muni sammle ich, sobald ich die Waffe dazu habe. Hammer ist natürlich perfekt, das heißt, wir können jetzt mit gezückter Waffe rumrennen. Müssen also nicht mal die ganze Zeit weglegen. Und es macht halt keinen Sound und es macht mehr. Schade, ist nochmal das Ding. Noch ein Hammer! Pff, fuck this shit. Oh, Menno. Ah, scheiß drauf, komm. Für den Hammer gerne dabei haben, würde ich mich eigentlich gerne ins globale Inventory legen. Wo ich jetzt aber noch nicht hinten gehe, weil ich bin jetzt hier gerade so schön in der Stadt. Ich laufe jetzt hier noch einmal so durch und dann hier so raus. Also macht euch jetzt noch keine Sorgen, dass ich jetzt schon einfach plump zum Safe Room laufe. Aber wie gesagt, Hammer ist natürlich um einiges besser als Flashlight, weil so geben wir keine Lichtzeichen. Vor allem in so... Naja, wenn es dunkel ist, sieht man... Drei Schläge brauchen wir für einen Zombie, das geht auch. Wenn es dunkel ist, sieht man dieses Flashlight halt extrem gut, weil man hier dann so eine Art Disco-Licht macht. Also Hammer auf jeden Fall besser. Wenn man es selbst spielt, ich weiß nicht, wie dunkel es auf YouTube sein wird. Wenn man es selbst spielt, ist das auf jeden Fall eigentlich hell genug. Im wahrsten Sinne. Also man sieht wirklich eigentlich alles. Es ist vielleicht ein bisschen schwer, Spieler von Zombies zu unterscheiden, vor allem aus der Entfernung. Aber man sieht's. So. Und ein Stück weiter rechts und dann da weiter. Gehen wir durch die Mauer hier. Wie gesagt, ein bisschen einzel diesmal. Ich hoffe, das stört keinen. Ja, ich wollte hier auch noch so einen kleinen Vergleich zwischen Daisy und Wazzy ansprechen, weil das sind ja momentan, ich sag mal so, die größten Konkurrenten in diesem Genre. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch ganz kleine unbekannte Spiele gibt oder so, gibt es eigentlich, glaube ich, eigentlich fast immer. Ein kleiner Entwickler, der hier so möchte gerne ein Spiel hat. da fliegt ein Hardhead, brauchen wir nicht. Bandages nehmen wir. Wie gesagt, dadurch, dass der Server jetzt natürlich recht leer ist, haben wir recht viele Items für uns. Also ich hoffe, wir finden auch einen größeren Backpage, also Rucksack, damit wir auch wirklich mehr Sachen tragen können, weil das ist jetzt natürlich sehr eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, ob in diesem Haus überhaupt was Gutes droppen kann oder spawnen kann, außer dumme Zombies, die recht schnell tot sind mit dem Hammer. Also der Hammer ist wirklich genial, man sieht's ja. Ich gehe einfach mal jedes Stockwerk nochmal durch, wie in der letzten Aufnahme auch. Ja, schade, dass wir jetzt in der Nähe der gleichen Stadt gespawnt sind. So kann ich euch natürlich keinen neuen Inhalt zeigen. Aber egal. Ne, war nix. Ah, hier aber. Die Wasserpulle. Also wie gesagt, Wazzy, Daisy oder so sind ja momentan so diesen Genre die bekanntesten Spiele. Da teilen sich auch die Gemüter. Einige finden das besser, die anderen finden das besser. Ich persönlich habe ja beides gespielt. Auch wenn ich nur... Okay, ich habe beides ungefähr gleich lang gespielt, würde ich jetzt so... Pi mal Daumen sagen. Ja, will jetzt mal Pi mal Daumen sagen. Ungefähr gleich lang. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt Wazzy um einiges besser. Wirklich um einiges. Allein weil einfach die Steuerung flüssig ist. Und einfach. Und nicht so hakelig und schwer wie bei Dings. Wenn man da hin und wieder mal so einen Brechstange aufnehmen will oder so, darf man Pixel zu hoch C machen. Und sowas nervt mich dann doch ein bisschen. Vor allem geht das hier mit den hinliegenden Aufstehen noch viel einfacher und schneller als bei Daisy. Fallen lassen von Items und Droppen. Okay, das geht sogar ungefähr gleich schnell, glaube ich. Also ich glaube, das ist bei beiden nur ein Rechtsklick und dann Droppen.
Also aufrufen, rechts droppen. Hier finde ich das aber auch besser gemacht. Ja gut, hier ist natürlich der Nachteil, man hat im Endeffekt nicht, doch, man hat seine eigenen Taschen, die hier oben. Und das hier ist der Rucksack. Also hat man im Endeffekt auch wie bei Daisy. Nur dass das Menü, also das Inventory, meines Erachtens nach um einiges übersichtlicher ist und benutzerfreundlicher, vor allem für Leute, die bei so einem Spiel wirklich gerade mal neu einsteigen. Was auch immer oft angebracht wird, ist, dass zum Beispiel das Schießen in War Z einfacher sein soll. Also das Schießen auf andere Leute oder auf Zombies. Das wurde zumindest oft von Daisy-Spielern gesagt, die zu War Z gewechselt sind. Und dann haben dann War Z-Veteranen gesagt, von wegen, ja, wenn ihr so blöd seid, einen vernünftigen Kriegsshooter zu spielen. Da muss ich sagen, das finde ich gar nicht mal so, denn bei einem richtigen Kriegsshooter, also ich lade normalerweise keine Shotguns nach. Ich breche mir auch nicht die Knochen, wenn ich durch so einen Türrahmen kletter. Wenn man dann wirklich schon so ein Survival, also wenn man wirklich so Kriegssimulation machen will, dann sollte man das auch einigermaßen ordentlich anbringen. Also ich finde, das ist keine Ausrede, dass dafür das Zielen so schwer ist. Nur weil es ein Kriegssimulationsspiel ist. Also das Hauptspiel, worauf Arma basiert. Nicht Arma, sondern DayZ, das ist Arma. Wie ja wahrscheinlich einige von euch wissen. Denn man muss ja dieses Spiel haben, um überhaupt DayZ spielen zu können. Auch oft angebracht ist, das ist eigentlich gute Munition, das für die Schlagmechtor, die man eigentlich auch findet. Ich müsste die sogar noch einmal haben, eigentlich könnte ich die gut mitnehmen, aber ich habe keinen Inventory-Platz frei. Könnte die Taschenlampe droppen. Na komm, nehmen wir die Muni mit. Vielleicht finden wir ja die Pistole dazu. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich richtig gute Muni. 9 mm ist Pistolenmuni hauptsächlich. Und die findet man auch eigentlich recht oft. So, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich schon wieder voll den Faden verloren. Ich bin so ein Idiot manchmal. Komm, steh auf. Ja, da sieht man, wenn man nicht auf den Kopf trifft, dann muss man auch ein paar Schläge mehr machen. Also Kopftreffer. Wichtig in diesem Spiel, auf jeden Fall. Macht um einiges mehr Schaden als Körpertreffer. So. Ich weiß nicht, wo ich gerade war. Steuerung habe ich gebracht. Also, ach so, Preis war ich, glaube ich. Ja, halt für War Z momentan, billigste Version, 20 Euro. Ich habe jetzt gar nicht den Preis von Arma plus Addon im Kopf. Habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, das sind auch so 20, 25 Euro oder so. Aua. Das heißt, vom Preis her ist vor sie wahrscheinlich sogar noch ein Stück billiger. Hat meines Erachtens nach weniger Bugs als Daisy. Denn ich kann es ja mal kurz zeigen, hinlegen. Ich kann ja auch mal kurz Third Person machen. Ich kann durch einen Türrahmen durchkriechen, ohne mir alle Knochen zu brechen. Das ist bei Warzy nicht immer. Okay, ich weiß nicht, ob es behoben wurde, weil das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, war wirklich in der Aufnahme. Aber in Warzy war es wirklich eine Zeit lang so, dass wenn ihr durch den Türrahmen geklettert, gekrochen seid, euch wirklich sämtliche Knochen im Körper gebrochen habt. Danke. Und das ist natürlich dann schon so eine Sache, die finde ich nicht so sonderlich schön. Was ich auch schon geschafft habe mit Warzy, in Daisy, also auch noch ein schöner Bug darin ist, wenn ihr euch zum Beispiel die Knochen brecht und dann, da gibt es ja in den Großstädten, ich weiß nicht, wie sie heißen, Chernos glaube ich, gibt es ja so einen Steg. Wenn ihr euch da die Knochen brecht und dann ins Wasser rollt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile behoben wurde, bei mir war es noch nicht behoben, dann ins Wasser rollt, dann seid ihr unter Wasser und könnt nicht mehr aufstehen, weil ihr euch die Knochen brecht habt. Ihr kriecht also die ganze Zeit. Das heißt, ihr schwimmt nicht oben auf und ihr habt keine Sauerstoffanzeige. Ihr kriecht also die ganze Zeit unter Wasser rum und könnt einfach nichts mehr machen. Die Suche nach Land ist auch recht schwer, vor allem wenn ihr schöne Sachen dabei habt oder so. Naja. Das sind so Sachen. Denn ich muss sagen, in der Zeit, wo ich jetzt hier DayZ spiele, außer vielleicht die Soundbugs oder ja, Soundbugs im Grunde genommen, habe ich noch keine wirklichen Bugs gefunden. Aber jetzt hört man ja zumindest die Soundbugs der Zombies sind weg. Also die Bugs, dass zum Beispiel männliche Zombies manchmal weibliche Stimmen haben.
Was war denn das gerade für ein Geräusch? Klang gerade irgendwie so, als wäre jemand am Nachladen oder so. Also ich kann nur sagen, alle, die mit diesem Spiel anfangen wollen, überhaupt so ein Spiel zu spielen, also um sie jetzt einmal überlegen, spiele ich DayZ oder WoZ? Ich kann euch sagen, wenn ihr keine Ahnung habt, würde ich auf jeden Fall WoZ nehmen. Es ist um einiges einfacher und es wird euch um einiges mehr Spaß machen. Weil die Steuerung einfach ist. Einfach. Sie ist nicht kompliziert, das heißt, ihr werdet nicht 3 Tage daran studieren müssen, wie man jetzt vernünftig läuft, wie man jetzt Waffen aufhebt und so. Und so weiter und so fort. Da finde ich auf jeden Fall WoZ um einiges humaner. Für Anfänger auf jeden Fall. Für Experten, für Leute, die dieses Spiel wirklich schon kennen, beziehungsweise schon gespielt haben, ist es dann wirklich die Frage, was sie wollen. Also ich kann jetzt so großartig nicht sagen, was DayZ voraus hat. Außer vielleicht, dass da halt schon Inhalte wie Fahrzeuge und so drin sind, die man aber nur sehr selten sieht, beziehungsweise findet oder sonst was. Und die sollen hier in diesem Spiel auch noch implantiert werden. Also so ist es ja nicht. Und es ist ja hier auch noch eine Alpha und man merkt ja, dass sie jeden Tag zumindest dran arbeiten, das merkt man wirklich. Was ich auch sehr schön finde. Auch für 20 Euro, also ein Preis für 20 Euro für im Grunde genommen schon ein vollwertiges Spiel, was noch in der Alpha steckt. Das heißt, es wird noch weiter ausgebaut. Man zahlt also 20 Euro für ein vollwertiges Spiel. Ne, da finde ich, kann man das gut machen. Gut und gern machen. Ist also nicht so, als müsste man sich dafür schämen. Da finde ich das bei DayZ so ein bisschen anders. Gut, ich weiß noch nicht, wie das neue Spiel sein wird. Die Macher wollen ja nochmal so ein Standalone-Ding davon rausbringen. Kann ich natürlich nicht sagen, wie das wird und ob das vielleicht sogar noch empfehlenswerter ist. Ich denke mal, ich werde aber allerdings erstmal eine Zeit lang bei WoZ bleiben. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Was auch oft angemerkt wurde, ist, dass man wohl in DayZ öfter Waffen finden sollte als in WoZ. Das kann ich jetzt nicht großartig beurteilen. Dafür habe ich DayZ wahrscheinlich zu selten gespielt. Denn immer wenn ich es gespielt habe, habe ich keinerlei Waffen gefunden. Also doch, hin und wieder mal eine Pistole in so einer Bar. Aber sonst leider nichts, leider nichts. Da kann ich also nicht wirklich drüber urteilen. Was mir aber auch nicht den Spielspaß nimmt im Endeffekt. Auch wenn ich hier weniger Waffen finden sollte, finde ich das besser. Denn wenn es mir so geht, geht es den anderen auch so. Sprich, hier ist natürlich weniger auf Leute rumgeballert als auf DayZ. Okay, dabei muss man dann wieder unterscheiden. Die Map ist natürlich ein Stück kleiner als bei DayZ. Das heißt, bei DayZ. Hab ich den? Ja. Das heißt, bei DayZ begegnet man sich nicht ganz so oft unter Umständen. Da ist eigentlich so Hauptsammelpunkt die großen Städte. Na, was steht hier? Was ist Jim 112 Fank? Notizen kann man auch selbst hinterlassen. Daher weiß ich nicht, ob die Notiz jetzt hinterlassen wurde. Oder jemand sie selbst verfasst hat. Ja, obwohl die Muni gut ist, aber ich finde den Hammer besser. Den würde ich mir nämlich gern saven. Und man sieht, hier ist ja voll Damage auch nicht ganz so extrem wie in DayZ. In DayZ hätte ich mir schon beide Beine gebrochen. Obwohl er hier auch recht hoch ist, also da muss man aufpassen. Gasmaske, Painkillers. Also es ist jetzt nicht so, als wäre hier kein Voll Damage. Der ist auch da. Und der kann auch verdammt wehtun. Also da solltet ihr nicht zu voreilig sein. Zombies können auch
Ich weiß gar nicht, habt ihr es? Ne, habt ihr gar nicht gesehen, ne? Das war in der Offscreen-Aufnahme, glaube ich. Zombies können nämlich auch Geld droppen. Ja, das können sie wirklich. Mit Geld könnt ihr euch dann auf dem Marktplatz.